Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einem neuen Kurier-Talk aus Wien-Heiligenstadt. Heute bei uns zu Gast ist Alexander Petschnig, Landesparteiobmann der FPÖ Burgenland. Herzlich willkommen. Hallo. Aktuell ist es in Burgenland politisch ja eher etwas ruhig. Das Sommerloch hat voll zugeschlagen. Das hat vor ein paar Wochen noch ein bisschen anders ausgeschaut, als er nicht klar war, ob wir vielleicht einen neuen Landeshauptmann in Burgenland bekommen werden, nämlich als Hans-Peter Doskozil kurz als SPÖ-Parteichef da stand, dann wieder nicht. Wie haben Sie denn das miterlebt? Naja, im Prinzip so wie alle anderen Medienkonsumenten auch, beziehungsweise Politinteressierten auch, als Zaungast, erste Reihe fußfrei, der sich diese Excel-Tabellen vollkommen ist und was es dort alles gegeben hat, natürlich mit einem gewissen Gaudium auch angesehen hat. Ich glaube, das kann man so sagen. Natürlich ist es interessant, wenn ein Landeshauptmann sagt, er möchte nicht mehr Landeshauptmann sein, er möchte eine andere Funktion. Es ist legitim, Karriereziele zu haben, keine Frage. Ich habe das auch im Landtag so formuliert. Interessant ist dann natürlich geworden, als es dann doch nicht geworden ist, also als der offensichtlich zu einem anderen Endergebnis gekommen ist. Und man jetzt offensichtlich befinden muss, dass Doskozil einen Job ausüben muss, möchte ich sagen, den er eigentlich ja nicht haben wollte. Oder zumindest nicht seine erste Wahl ist. Und das, glaube ich, ist, da begeben wir jetzt die Ebene der Politik, also jenseits von irgendwelchen internen einer Partei. Und das hat ja auch im Landtag dann seinen Niederschlag gefunden bei oppositionellen Aktionen. Das wollte ich gerade fragen, ob sich das auch irgendwann irgendwie auf die Arbeit im Landtag oder im Land generell ausgewirkt hat oder wie es sich vielleicht auch noch auswirken wird. Also natürlich. Erstens einmal, es hat sich bereits ausgewirkt. Das war der Grund für unseren Misstrauensantrag, den wir gemeinsam mit der ÖVP gestellt haben. Wir haben ihm ja im 20er Jahr 2020 im Februar, als er gewählt worden ist, das Vertrauen ausgesprochen. Mussten jetzt aber zur Kenntnis nehmen, 3,5 Jahre lang ungefähr, dass eine Politik gemacht worden ist, als gäbe es kein Morgen. Wir haben den Schuldenstand ungefähr verdoppelt im Land, ohne dass man wirklich sagen kann, wofür das Geld ausgegeben worden ist. Ja, die 2000 Euro, ja, wir haben hunderte Mitarbeiter mehr im Land und in den landesnahen Gesellschaften. Das kostet natürlich viel Geld. Aber das ist eine Politik, die das Land meiner Überzeugung nach nicht unbedingt braucht, die es sich auch nicht leisten kann. Und daher stellt man sich die Frage, das haben wir immer getan, wofür macht man diese Politik? Und jetzt ist klar, die wurde gemacht, um die Delegierten am SPÖ-Bundesparteitag beeinflussen oder beeindrucken zu können. Offensichtlich hat das aber nicht gefruchtet, er hatte eine Mehrheit gegen sich. Und jetzt ist die Frage, um auf die Frage zurückzukommen, wie schaut das in Zukunft aus? Wird er jetzt von dieser Politik abkehren oder bekommen wir sozusagen more of the same? Obwohl man aber weiß, dass dieses Karriereziel SPÖ-Bundesparteiobmann ja zumindest in weite Ferne gerückt, wenn nicht verunmöglicht worden ist. Und das ist natürlich auch aus seiner persönlichen Sicht natürlich sehr spannend. Wir werden aber sehen, er ist ja nicht nur eine Privatperson, er ist ja Landeshauptmann, Regierungschef eines ganzen Bundeslandes und trägt natürlich eine hohe Verantwortung. Und da werden wir sehen, wie er damit umgeht. Jetzt ist es natürlich noch ein bisschen hin bis zur Landtagswahl 2025, aber Sie als Parteistratege oder als strategisch denkender Mensch werden da sicher auch schon daran denken. Macht es das jetzt leichter für die FPÖ oder für alle anderen Parteien, wenn Doskozil im Land bleibt und die absolute Mehrheit natürlich verteidigen will? Ich glaube, dass man da von außen zu viel hineininterpretiert. Parteiintern gibt man sich üblicherweise nicht so viel Gedanken hin, was andere Parteien tun. Man konzentriert sich auf sich selbst, man schaut, dass man personell, organisatorisch, finanziell und was alles dazugehört, gut aufgestellt ist, dass die Themen passen, dass man entsprechend Kampagnen entwickelt und so weiter. Und alles andere sind externe Faktoren, die wir nur sehr, sehr begrenzten Umfang beeinflussen können. Ob es leichter macht oder nicht, wird man sehen. Ich glaube, es ist aber unabhängig jetzt von einer Wahlauseinandersetzung interessant, wie dieses Amt ausgeübt wird. Wir haben ja auch in Burgenland, auch in anderen Bundesländern üblicherweise dieses Landesvatertum, das ich auch dem Hans Niesel zubilligen würde, der ja dieses Amt nicht umsonst 19 Jahre ausgeübt hat. Und das fehlt mir aber beim jetzigen Amtsinhaber. Und das ist natürlich dann doch ein gewisser Stilbruch, der ja weit über das Parteipolitische hinausgeht. Sondern da geht es ja auch um Entscheidungen für das Land und für die Zukunft des Landes, die das Land und insbesondere über die budgetären Implikationen möglicherweise viele, viele Jahre hinaus binden. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie diese anderthalb Jahre, die jetzt noch verbleiben, und das ist ja doch eine relativ lange Zeit, ein Drittel der Legislaturperiode, wie man das auszufüllen gedenkt. Einer dieser externen Faktoren, die Sie vorher angesprochen haben, ist ja dann auch für die burgenländische FPÖ zumindest die Nationalratswahl, wo die Stimmungslage für die FPÖ ja besonders gut ist. Die wird 2024 stattfinden, voraussichtlich. 2025 folgt dann die Landtagswahl. Das sind ja eigentlich perfekte Voraussetzungen, vor allem angesichts 10% bei der letzten Landtagswahl, die Sie erreicht haben. Da kann man ja quasi eigentlich nur gewinnen.
Ja, schauen wir sozusagen das Fell des Bären zu verteilen, bevor er erlegt ist. Das ist nicht mein Umgang mit solchen Themen. Aber natürlich, es war vor 5 Jahren genau umgekehrt, im 2019. Da hatten wir ja zuerst die Nationalratswahl, wo wir einen ordentlichen Dämpfer verpasst bekommen haben. Und wenige Monate darauf eben dann die Landtagswahl. Da war dieser Effekt sozusagen umgekehrt. Und wenn die Umfragen oder die Trends, die man momentan festmacht, stimmen und davon gehe ich doch bis zu einem gewissen Grad auch aus, was man sozusagen als Feedback von der Bevölkerung bekommt, da wird uns das sicherlich einen gewissen Rückenwind bescheren, das ist keine Frage, und entsprechend für ein gutes Ergebnis sorgen. Also wir gehen davon aus, dass wir ein Plus davor stehen haben, das muss das Ziel vor jeder Wahl sein. Und was dann konkret im Jänner 2025 herauskommt, das wird man dann sehen. Mit welchen Personen oder welchen Gesichtern wollen Sie denn dann eigentlich auch in die Landtagswahl gehen? Ilse Benkö hat vor wenigen Wochen ihren Rückzug bekannt gegeben. Ihr wird Markus Wieser nachfolgen, auch aus dem Südvogelland. Johann Schürz hat schon signalisiert, er würde noch einmal. Was sind da Ihre Überlegungen in diese Richtung? Das überlege nicht nur ich persönlich für mich selbst, sondern da gibt es ein entsprechendes Gremium, das ist ein Landesparteivorstand, und dort werden wir das zeitnah debattieren. Aber Markus Wiesler ist sicher eine ganz wesentliche Stütze. Wir haben viele tolle Bezirksparteiobleute, wir haben Landesobleute von Vorfeldorganisationen, die sehr umtriebig sind. Wir haben Gemeinderätinnen und Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, die tolle Arbeit machen. Und mir ist nicht bange, dass wir hier keine gute Liste zusammenbringen, sondern es geht einfach darum, dass man diese Hausaufgaben macht, und das werden wir im Laufe des Jahres 2024 erledigen. Kommen auch junge Talente nach aus der FPÖ? Gibt es natürlich auch. Wir haben etliche Personen, sagen wir mal unter 25 Jahren, die jetzt auch in den Gemeinderäten bereit sind, dort sich bewähren. Man muss natürlich auch die Möglichkeit haben, sich einmal zu bewähren und dann entsprechend auch auf Listenreihungen berücksichtigt werden. Also das steht für mich außer Frage. Sie haben jetzt bereits mehrmals die Zusammenarbeit mit der SPÖ nach der Landtagswahl nicht ausgeschlossen. Aber Voraussetzungen dafür gibt es schon einige, nehme ich an, oder? Naja, es ist kein guter Stil, über die Medien sozusagen irgendjemanden irgendwelche Voraussetzungen oder roten oder welche Linien auch immer auszurichten. Es ist so, dass wir von uns, und das ist, glaube ich, ein guter Usus, nie jemanden ausgeschlossen haben. Wir wissen selbst umgekehrt, wie das ist. Das schränkt demokratische Optionen ein. Das, glaube ich, ist auch fürs Land nicht gut. Daher halten wir das umgekehrt anders. Wir schließen niemanden aus. Natürlich ist es so, dass man am Ende des Tages, wenn man dieses Szenario weiterspinnen möchte, auf einen grünen Zweig, auf eine Regierungsvereinbarung hinkommen muss. Und da gibt es natürlich jetzt schon inhaltlich vor allem einige Themen. Also ich bin kein Freund von Verstaatlichungen. Ich bin kein Freund von ständigen Gründen neuer Gesellschaften mit x Geschäftsführer, die natürlich Millionen von Euro kosten in Summe, ohne dass man wirklich den Mehrwert sieht. Ich bin kein Freund von irgendwelchen Interventionen dauernd in die Bundespolitik. Ich glaube, dass wir im Land genug zu tun haben und nicht dauernd nur irgendwelche Wünsche an den Bund richten sollten und vieles andere mehr, bis hin zu einzelnen Sachthemen. Gerade vorher ist ja herausgekommen, zum Beispiel im Tourismusbereich, der mir bekanntlich besonders am Herzen liegt, eine, ja, nennen wir es Bilanzfälschung, wo jetzt die Leute, die im Novarock-Gelände zelteln, sozusagen in die Nächtigungen hineingezählt werden, damit man eben das Minus kaschiert und den Plus hat. Ich bin auch davon kein Freund. Wenn offensichtlich in einem Politikbereich etwas daneben geht, dann muss man daran arbeiten, dann muss man überarbeiten und schauen, dass man wieder in die Gänge kommt, aber nicht zu solchen Mitteln greift. Also wenn man sich von Seiten der SPÖ auf dieses Paket verständigen könnte, dass ich einmal grob abgestimmt habe, sehe ich persönlich oder sonst kein Problem, auch nicht in meiner Partei. Aber darüber werden wir natürlich nicht hinwegkommen. Sie haben es bereits angesprochen, Ihr Steckenpferd Tourismus. Was würden Sie da anders machen? Schauen Sie, ich war natürlich 5 Jahre lang dafür verantwortlich in der Landesregierung, und da entwickelt man natürlich ein gewisses Herzblut, weil wir da natürlich auch viele Aktionen gestartet haben, die ja sehr, sehr erfolgreich waren, wie die Zahlen ja auch zeigen, wenn man das in der letzten Legislaturperiode schaut, bis ins Jahr 2019. Ich glaube, es mangelt einfach daran an einer strukturierten Vermarktung der Region. Wenn wir jetzt hinausgehen würden auf die Straße und fragen, warum würden Sie ins Burgenland fahren oder warum sollte man ins Burgenland fahren, bin ich mir nicht sicher, ob man wirklich diese strukturierten Antworten bekommt, weil die Menschen ganz oft die Informationen oder die Vermarktungsaktivitäten nicht spüren, die Informationen nicht bekommen. Ja, wir haben einen sehr guten Wein, das ist keine Frage. Wir haben auch schöne Radfahrstrecken, wir haben auch anderes. Das ist uns, glaube ich, eh bekannt, was das Land alles zu bieten hat. Aber wichtig ist, dass es die Gäste wissen. Und wichtig ist, wenn die Gäste kommen, dass man ihnen möglichst viele Bereiche, die das Land zu bieten hat, auch schmackhaft macht, dass sie wiederkommen, dass sozusagen diesen Wunsch nach mehr penetriert, also in den Gästen hervorruft. Und das geschieht momentan meiner Einschätzung nach überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil,
Wir fokussieren uns auf andere Bereiche, Thema Umwelt zum Beispiel, der See trocknet aus und vieles andere mehr. Das sind natürlich negative Schlagzeilen, die nicht unbedingt jetzt in den Gästen den Wunsch erwecken, lass uns ins Burgenland fahren. Und das gilt es ein bisschen auch in der Kommunikation professioneller aufzustellen. Also ich glaube, dass hier das eine übergreifende Aufgabe ist. Das kann nicht nur eine Organisation, also Burgenland Tourismus alleine. Aber ich glaube, wenn hier viele sich abstimmen, wäre hier viel möglich. Nur es wird halt leider Gottes nicht gemacht. Das heißt, machen Sie das an der Organisation fest oder an der gesamten Organisationsform, Stichwort die drei großen Tourismusverbände, die gegründet wurden, oder an den einzelnen handelnden Personen, wie etwa Tourismusgeschäftsführer Dietmar Dunkel? Auch. Also es ist eine Sammelsurium von Gründen, diese drei Tourismusverbände. Wir waren damals zwar dafür, weil große Tourismusverbände grundsätzlich die Möglichkeit haben, auch Geld ins Marketing zu stecken und nicht nur den eigenen Geschäftsführer bezahlen zu können. Das ist einmal positiv. Man hat aber Regionen geschaffen, die miteinander nicht wirklich was zu tun haben. Wir haben eine Region vom Neufeldersee bis nach Lutzmannsburg. Wie will man die sozusagen homogen als im Sinne eines Cross-Sellings, ja, wo es unterschiedliche Angebote innerhalb dieser Region gibt, wie will man das vermarkten? Also das ist so vielschichtig, dass es eigentlich nicht möglich ist. Und damit man das wirklich als Ganzes abbildet, ist diese Region wieder zu klein. Da ist auch das Mittelaufkommen anhand von den Ortstaxen und so weiter zu klein. Und das ist irgendwie so ein Zwitter Dasein, das sozusagen der Tourismus führt. Und da muss man in die eine oder andere Richtung sich entscheiden. Also so wird es wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt sein. Das heißt, eigentlich zu groß und zu klein gleichzeitig? Zu groß, um das ganze Land sozusagen von einem Schreibtisch aus zu regieren, das stimmt. Zu klein, aber wenn man sich das anschaut, diese Tourismusverbände, also da umgekehrt. Zu klein, wenn man sich das ganze Land anschaut, aber zu groß für die einzelnen Tourismusverbände, wenn man sie auf diese drei runterbricht. Also ich glaube, dass man hier das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat, das war gut gemeint, ist aber offensichtlich nicht gut gemacht. Und man müsste jetzt in sich gehen und sagen, okay, diese Organisationsform funktioniert nicht, lass uns was anderes probieren. Und das geschieht aber nicht. Und das gilt auch für handelnde Personen, die mögen bestimmte Dinge gut machen, andere weniger gut machen. Aber ich glaube, wenn man doch kontinuierlich nur negative Ergebnisse einfährt im Burgenland jetzt, wo alle anderen Bundesländer deutlich im Plus liegen, zum Teil über 20% Zuwachs haben, dann ist das Haus gemacht. Da kann man sich weder aufs Wetter ausreden, weil es ist in der Südsteiermark oder in Niederösterreich auch nicht viel anders. Oder da kann man sich auch nicht auf Temperaturen ausreden, die sind in den genannten Regionen, die vom Inhalt her Konkurrenzregionen sind, auch nicht anders. Und dort funktioniert es, im Burgenland funktioniert es nicht. Also da wird man wohl auch die Frage nach den handelnden Personen stellen müssen. Was vielleicht schon ein bisschen anders ist, dass es im Burgenland eben den Neusiedlersee gibt, der langsam austrocknet oder beziehungsweise immer wieder in den Medien ist. Sehen Sie das als großen Faktor, für dass Gäste nicht mehr ins Land kommen? Natürlich würden Sie in einer Region fahren, wo Sie hören, eine der Hauptattraktionen, nämlich der See dort, hypothetisch nehmen wir den Wörthersee zum Beispiel her, der wird nicht austrocknen, der ist viel tiefer, das weiß ich schon, aber da würde wahrscheinlich auch viele Menschen nicht mehr nach Kärnten fahren. Und vor allem, wenn das dann gar nicht stimmt, sondern wenn das sozusagen nur irgendwelche Horrormeldungen von dieser ganzen Klimahysterie sind. Also da glaube ich, dass man die Kommunikation vom Land her einfach professioneller aufstellen müsste. Das ist auch ein Aspekt, der nicht gut gemacht worden ist. Das geht zurück bis in die Corona-Zeit und so weiter, wo man Menschen nicht an einen See hat heranlassen, die, glaube ich, weiter als 10 Kilometer im Umfeld wohnhaft waren und solche Ideen. Also ich halte das nicht für klug. Da wurde viel falsch entschieden und das hätte man besser machen können. Und ich glaube, es wird jedes Monat dringender an der Zeit, dass man hier endlich Nägel mit Köpfen macht. Vielleicht am Schluss noch eine persönliche Frage. Wo werden Sie denn heute den Urlaub verbringen? Ich werde mit meiner Familie eine Woche nach Griechenland fahren. Ja, öfter in Griechenland oder zum ersten Mal? Es ist ein Urlaubsland, wo ich sehr gerne hinfahre, weil es einfach sehr entspannend ist von der ganzen Atmosphäre her und so. Bin auch sehr gerne am Meer. Und habe Gott sei Dank keine Insel ausgewählt und es momentan nicht brennt. Hoffe, das bleibt auch so. Ist natürlich ein Drama für die Personen, die vor Ort sind. Und ja, freue mich schon sehr drauf. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Das war ein Kurier-Talk. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.